Was zuletzt geschah. Darkrai war besiegt. Die dunkle Armee hatte ihren Heerführer verloren. Und es war Zeit für die letzten Abschiede. Doch als diese gerade beginnen sollten, stach Bisasam etwas ins Auge. Es waren keine Portale erschienen. Mit dem Fall des Anführers hätten sich Portale bilden sollen, die alle Pokémon wieder in ihre Welten brachten. Woran dies lag? Darkrai war der Heerführer der Armee gewesen. Und doch nicht ihr Anführer. Aus dem Schatten, unscheinbar wie kein anderer, war der wahre Herrscher der Armee schon immer Floink gewesen, der sich nun offenbarte. Das Emblem, das er trug, stellte das Vorbild für das Aussehen der Embleme der Armee dar. Es war das Emblem des Rächers, auch bekannt als die wahre dunkle Macht. Was einst die Apokalypse auslöste, war nichts als eine Fälschung, eine Materie. Und nun stellte sich der dunkle Magier zum wahrlich letzten Kampf. Er konnte alle Techniken nutzen, die er je gesehen hatte. Er hatte unfassbare Taktiken. Doch es gab eine Prophezeiung, die Snens bereits verraten hatte. Nur ein Spross der Dunkelheit könne den dunklen Magier, wenn er am stärksten war, bezwingen. Und auch, wenn Shinnok es oft geleugnet hatte. Er war der einzige Nachfahre Darkrais. Er war der Spross der Dunkelheit. Und mit diesem Wissen sollte der Kampf nun endlich enden. Kapitel 35. Dort, wo sie hingehören. Shinnok, der nun seiner Kraft völlig im Klaren war, versuchte nun die Verteidigungslücken des Feindes auszunutzen und die Schattenessenz zu stürzen. Dies wurde durch den eindeutigen Fokus des Feindes zwar deutlich schwieriger, aber dies war die Aufgabe von uns anderen in diesem Kampf. Wir schützten unseren wichtigsten Krieger. Und er würde die Schlacht für uns entscheiden. Tatsächlich schaffte Shinnok es schon bald, einen Treffer zu landen. Ein Donnerblitz aus relativ großer Distanz traf den unkonzentrierten Magier völlig unerwartet. Und der Angriff schien ihm unermesslichen Schmerz zu bereiten. Es sah beinahe so aus, als löste sich durch den Schlag ein Teil seines Körpers in nichts auf. Doch er gab nicht wegen einem Schlag auf und revanchierte sich schnell. Durch eine strategisch klug platzierte Schockwelle und eine Reaktionszeit von wenigen Millisekunden konnte er Shinnok mit einem Hoffnungsstrahl stark verwunden. Gegen Groudon hätte er sich nun zurückgezogen. Doch in diesem Kampf gab es so etwas wie Gnade nicht mehr. Er musste standhaft bleiben, trotz aller Schmerzen. Der dunkle Magier versuchte nun, uns mit seinem vielseitigen Set an Attacken zu überraschen. Fast jede denkbare Attacke nutzte er, um vollkommen undurchschaubar zu bleiben. Er hätte den Kampf sogar einmal beinahe gewonnen, als er wie aus dem Nichts in unserer Mitte war und Erdbeben nutzte. Latias war jedoch reaktionsschnell und geistesanwesend genug gewesen, um Shinnok vom Boden zu holen, bevor er getroffen werden konnte. Und in der Position, in der sich der Gegner nun befand, konnte Shinnok noch einen zweiten Treffer landen. Ein schmerzhafter und doch verzerrter Schrei erfüllte die Gegend. Dieses Mal war es eindeutig zu sehen. Im Körper des finsteren Herrschers blieben Löcher, als wäre dort einfach nix. Shinnoks Angriffe brachten ihn tatsächlich dazu, sich aufzulösen. Er entschied sich nun, dass es Zeit war, den Kampf zu beenden, egal auf welche Weise. Er erschuf eine Schallwelle mit Shinnok, der in unserer Mitte stand, als direktem Zentrum. So wurde dieser selber zwar nicht von ihr erfasst, doch wir alle wurden von ihm weggedrückt. Bevor wir irgendwie reagieren konnten, stiegen Flammen überall um ihn herum aus dem Boden. Der Magier begab sich in die Mitte der Flammen. Ein weiteres Mal stehst du mir im Weg.
Ein weiteres Mal willst du mich stoppen. Ich werde es nicht zulassen. Ich werde dich in diesem finalen 1 gegen 1 vernichten. Du wirst für deine Taten in den Ruinen der Welt bezahlen. Ein weiteres Mal war es Shinux. Wieder musste er alleine kämpfen. Eine Situation, die bereits oft vorgekommen war. Und nie war sie gut ausgegangen. Bulbi war vollkommen in Panik. Man merkte es ihr mehr als deutlich an. Shinux bereits erlittene Verletzungen machten sich bemerkbar. Er atmete ziemlich schwer. Doch er war entschlossen. Im Angesicht des Dämons war er nun die letzte Hoffnung. Der finstere Magier war sich bewusst, dass er einen Kampf um alles eingegangen war. Er war im Vorteil, sein Feind war schon geschwächt. Doch es wurde schnell klar, auch der Dämon kam bereits an seine Grenzen. Endlose Feuerstrahlen schossen durch die Arena. Und dann kam der entscheidende Moment. Die Schattenessenz nutzte erneut Erdbeben. Latias und Latios konnten dieses Mal nicht eingreifen. Wenn er sich auf dem Boden befand, war Shinux Ende sicher gekommen. Doch er war völlig fokussiert. Beinahe wirkte es, als hätte er nur auf diesen Moment gewartet. Er sprang mit voller Wucht vom Boden ab und stieß sich in der Luft mit dem einen Bein von einer der Kugeln ab, die die Feuerstrahlen ausstießen. Nun war seine Ausrichtung genau auf Floyd gerichtet. Und in diesen Sekundenbruchteilen sah man im Gesicht der Ausgeburt des Bösen pure Angst. Und Shinux nutzte die Gelegenheit und landete einen letzten verheerenden Treffer. Die gesamte Flammenwand und alles in der Gegend explodierte in einem riesigen Ball aus Flammen. Meine Freunde und ich konnten uns in Sicherheit begeben. Shinux nicht. Als der Rauch sich langsam verzog, stand vor uns ein zitternder, schwer atmender Shinux vor dem dunklen Rächer. Und zwar tatsächlich dem Rächer. Floink war wieder in seine vorige Form zurückgekehrt. Er lag auf dem Boden, offenbar bewegungsunfähig. Ihr glaubt nicht, dass ihr gewonnen habt. Ich war noch nicht euer letzter Gegner in diesem Krieg. Du verarschst uns doch. Es reicht auch irgendwann. Einen Moment sah er beinahe traurig aus. Ja, das tue ich wohl. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht einsehen. Wie habt ihr es geschafft? Wie wir es geschafft haben? Als Team. Du müsstest es doch noch von früher wissen. Als Team ist man immer am stärksten. Und dieser Krieg ist hier vorbei. Endlich nach all der Zeit. Floinks Körper schien sich langsam aufzulösen. Was ist dieses Gefühl? Kann es sein? Ist es Reue? Bisasam war sich der Sache sicher. Auch wenn die Zeiten sich geändert haben, weiß ich, dass du immer noch irgendwo da drin bist, Floink. Und das Gute, was noch in dir ist, bereut, was geschehen ist. Ich weiß, dass du nie wolltest, dass es so weit kommt, Floink. Er verschwand völlig. Nur eine Sache teilt er uns noch mit. Du hast Unrecht, Bisasam. Es war immer ich. Ich war derjenige, der diesen Krieg wollte. Ich war derjenige, der ihn geführt hat. Die Vergangenheit ist nicht die Gegenwart. Ich bin nicht mehr der, mit dem du einst befreundet warst. Und eines Tages wirst auch du verstehen. Zeiten ändern sich. Mit dieser letzten Botschaft ging er von uns. Ob er wiederkehren würde? Wohl kaum. Mit dem Verschwinden des letzten Feindes sackte auch Shinux in sich zusammen. Bulbi rannte sofort panisch zu ihm. Shinux, bitte sag was! Ich kann das nicht noch einmal durchmachen. Ich hab's doch vor dem Kampf noch gesagt. Ich halte das nicht durch. Bitte, bleib bei mir, Shinux. Er lächelte nur. Es wird alles gut. Ich bleib bei dir. Verlass dich nicht wieder. Versprochen. Ich bin gerade nur etwas fertig. Während die beiden sich in den Arm lagen, hatten auch wir anderen wieder Zeit durchzuatmen. War es endlich wirklich geschafft? Die Antwort zeigte sich schnell.
mitten auf dem Platz, nicht weit von Bulbi und Shinux, öffnet ein Portal. Die Zugänge waren geöffnet. Die Welt der Menschen war gerettet. Und nun war es wirklich an der Zeit für die letzten Abschiede. Nicht nur nahm ich Abschied, sondern beinahe alle Menschen. Doch natürlich war der Bund zwischen mir und meinen Freunden etwas Besonderes. Es war etwas anderes als bei den anderen Menschen. Wir hatten zusammen viele Abenteuer erlebt. Wir waren als Team zusammengewachsen. Und nun endete auch dieses Abenteuer. Unser wohl letztes gemeinsames Abenteuer. Und von daher begannen wir noch einmal von vorne mit unseren Verabschiedungen, während so manches Pokémon bereits die Portale durchschritt. Hydropi war der Erste. Wir haben zwar nicht so viel unternommen und ich war auch nie wirklich eine wichtige Rolle in diesem Team, aber ich werde dich trotzdem vermissen. Du bist wirklich besonders, in jedem Sinne. Zu jemanden wie dich gibt's kein zweites Mal und es war meine Ehre, an deiner Seite stehen zu dürfen. Als nächstes nahm sich Latios seinen Zug. Bei mir ist es ja auch nicht wirklich anders als bei Hydropi. Wir kannten uns nicht sonderlich lange. Aber in der Zeit, in der ich dich kenne, habe ich eine wirklich starke Persönlichkeit gesehen. Du wirst in dieser Welt auch ohne uns gut klarkommen. Vielleicht kannst du in dieser Welt ebenfalls so Großes erreichen wie in unserer. Der nächste war der erste meiner Freunde aus der anderen Welt. Seemops. Er wirkte zunächst sehr wortkarg. Latios und Hydropi reden beide darüber, wie kurz sie dich kennen. Ich meine, wir alle kennen dich seit ein paar Wochen. Was soll ich groß sagen können? Aber diese Reise war auf jeden Fall eine runde Sache, genau wie ich. Und du bist hier ganz halt als Walrus aufgetreten. Da habe ich mich gut repräsentiert gefühlt. Bisasam lachte noch etwas über den Beitrag, als er begann. Tja, dann muss ich mich wohl auch von euch allen verabschieden. Bulbi, Shinux, Seemops, Eevee. Es war mir eine Ehre, eure Bekanntschaft machen zu dürfen. Und natürlich auch Chillasts. Wenn ich ihn sehe, werde ich ihn von euch allen grüßen. Hydropi, du siehst dich selber als Nebenrolle in diesem Team, aber ich spüre genau, du erreichst auch noch Großes, Bruder. Latios, ich denke, dass ihr beiden und Lord Ecke zusammen einmal eine höhere Position in Silberdorf einnehmen könntet. Silberdorf bräuchte etwas wie einen Bürgermeister. Vor allem du, Latias, wärst in meinen Augen dafür perfekt geeignet. Lord Ecke, ich hoffe wirklich, dass du diesen Abschied genauso positiv sehen kannst wie ich. Wir waren lange Zeit Freunde, aber ich denke, es wird für dich Zeit für Veränderung. Flo und Günther und ich haben dich über große Wege begleitet. Dieses Abenteuer stand ja allgemein doch sehr unter dem Zeichen eines anderen Lebens. Und ich denke, dass es für dich auch Zeit wird, ein neues Leben zu beginnen. Du hast zu lange in der Vergangenheit gelebt. Bau dir etwas Neues auf. Eine Existenz ohne uns drei. Du kannst es schaffen. Du bist stark. Und Günther, dir wünsche ich einfach alles Gute für deine Zukunft. Du hast so lange für unsere Welt gekämpft. Es wird Zeit, dass unsere Welt ohne dich klarkommt. Du hast dir ein ruhiges Leben verdient. Hoffentlich kannst du hier viel erreichen. Es war viel, was er zu sagen hatte. Doch es war auch selbstverständlich. Als nächstes nahm Eevee sich das Wort. Du hast mir auf dieser Reise viel beigebracht. Du bist für mich wirklich eine Art Vorbild geworden. Ich werde versuchen, so entschlossen zu sein wie du. Latias war als Drittletzte dran. Tja, wir kennen uns nun schon länger, Günther. Diese Reise hat nur bewiesen, was ich schon lange wusste. Du hast wahres Führungspotenzial. Du bist ein Krieger und vor allem ein Freund. Kein Pokémon und kein Mensch ist perfekt, aber ich kann definitiv sagen, dass du das Nächste bist, dem ich je begegnen durfte. Shinux und Bulbi übernahmen ihren Part zusammen, so wie sie es immer sein sollten. Keiner hat so wenig Zeit mit dir verbracht wie ich und selbst diese Tage haben gereicht, um dich kennenzulernen. Sobald ich größer bin, will ich Abenteurer werden und du wirst mein Vorbild sein. Und auf mich kannst du dabei natürlich auch zählen. Günther, ohne dich wären ich und Shinux jetzt vermutlich nicht beide hier. Ohne dich wird uns keine goldene Zukunft bevorstehen. Der letzte war Lord Ecke. Er hatte nicht viel zu sagen. Doch manchmal braucht es nicht viele Worte. Günther, lebe wohl.
Ich danke euch allen dafür, dass ich alles an eurer Seite erleben durfte. Ich werde dafür sorgen, dass ihr nicht in Vergessenheit geratet. Diese Welt wird eure Namen kennen. Auf alle Ewigkeit. Ich möchte nur eine Sache von euch allen. Werdet glücklich. Für mich. Lasst die Vergangenheit hinter euch. Aber vergesst sie nicht. Bulbi, Shinux, ich hoffe wirklich, dass ihr euch eine goldene, gemeinsame Zukunft teilt. Vielleicht werden wir eine Möglichkeit finden, in Kontakt zu bleiben. Vielleicht nicht. So oder so. Hier endet unsere gemeinsame Geschichte. Vielen Dank für alles. Lebt wohl, meine Freunde. Ich hatte Tränen in den Augen, als meine Freunde das Portal durchschritten. Ich hoffte, ihre Zukunft würde blühen und sie alle würden endlich in Frieden leben. Eine Ära endete an dieser Stelle. Neben mir nahm gerade Snens Abschied von seinen Pokémon. Speziell natürlich von Krays. Als ich die beiden sah, wollte ich ihnen einen letzten Gefallen tun. Krays, Snens, ich weiß, dass ihr auch ohne euch zu verstehen ein tolles Team seid, aber für diesen Abschied möchtet ihr vielleicht, dass ich als Dolmetscher aushelfe? Auch Olaf machte ich dasselbe Angebot. So verabschiedeten sich auch die stärksten Trainer von ihren Pokémon. Rayquaza würde zurück in die Atmosphäre reisen, um von dort über die Welt zu wachen. Krays versprach seinem Trainer, ein Dojo zu gründen und andere zu lehren, so wie er es auch getan hatte. Auch andere neue Freunde wie Spark und Eevee verabschiedeten sich von uns. Sie würden in die Gilde zurückkehren und dort weitermachen, wo sie aufgehört hatten. Doch nicht ganz gleich. Spark erinnerte sich an Eevee, so wie auch zuvor. Doch nun nicht mehr als Fluch, sondern als eine Heldin. Und als die Portale sich verschlossen, endete offiziell die Ära der Pokémon. Es war eine unfassbare Zeit. Doch es wird Zeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Es war Zeit, sich etwas Neues aufzubauen. Man ist ausdauernd und erreicht seine Ziele. Man zeigt Geduld und bekommt, was man möchte. Man ist gerecht und andere schätzen es. Man ist ehrlich und erfährt die Wahrheit. Man ist hilfsbereit und bekommt dies zurück. Man ist mutig, doch man muss es nicht immer sein. Es werden immer Menschen oder Pokémon hinter einem stehen, egal was man macht. Diese Geschichte soll eine Botschaft an euch alle sein. Sie soll euch lehren, nie aufzugeben, egal was auch geschieht. Man ist nie alleine. Und so kehre auch ich zurück in mein anderes Leben. So, und an dieser Stelle endet die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 4 wirklich. Es tut mir leid, falls ich mit diesem Finale vielleicht etwas übertrieben habe. Ich kann euch nicht versprechen, dass es in den beiden fehlenden Nachfolgern anders wird, aber ich werd's versuchen. Doch, wir bleiben jetzt erstmal im Hier und Jetzt, in der Walross Edition 4. Eine unfassbare Reise. Die wohl längste Walross-Edition. Bisher und vermutlich für immer. Bitte erwartet nicht, dass die Nachfolger wieder diese Länge erreichen. Es war zunächst auch gar nicht geplant, dass es so lange wird. Doch ich hatte einfach mein Gerüst und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Inklusive dem Epilog, der am Mittwoch erscheinen wird, ergab diese Geschichte 188 Seiten auf Word. 188. Ich hätte niemals gedacht, etwas so Großes zu erschaffen. Nun würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen, die wohl auch bereits in einem angepinnten Kommentar stehen. Erst einmal natürlich, wie fandet ihr diese Geschichte? Ich persönlich muss sagen, fand sie anfangs selber nicht gut, vor allem als nur das Gerüst der Geschichte stand. Doch je mehr Zeit vergeht, desto glücklicher bin ich eigentlich mit diesem Ergebnis. Die zweite Frage. Die Folgen dieses Hörspiels begannen immer gleich,
ein Intro, welches ich übrigens überarbeiten werde, und ein Was zuletzt geschah. Wollt ihr diesen zweiten Teil, das Was zuletzt geschah, überhaupt? Mein Gedanke war, dass es helfen könnte, kurz die Erinnerung aufzufrischen, nachdem einige Tage zwischen den Folgen vergehen. Aber vielleicht wollt ihr so etwas nicht. Dann sagt es mir einfach ehrlich und es wird im Nachfolger nicht mehr implementiert werden. Die letzte Frage geht in eine leicht andere Richtung. Vor Beginn der dritten Walross-Edition machte ich mir große Sorgen, die Charaktere aus der anderen Welt würden nicht gut bei euch ankommen. Hat sich dies bestätigt? Oder sind sie in euren Augen eine Bereicherung für die Serie? Ich persönlich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung, sie einzufügen und kann mit ihnen fast mehr sympathisieren als mit den eigentlichen Hauptcharakteren, wobei inzwischen die Helden aus der anderen Welt definitiv mindestens genauso Hauptcharaktere sind. Natürlich werdet ihr euch jetzt die großen Fragen stellen. Was nun? Wann beginnt der nächste Teil? Und was passiert dazwischen? Zunächst einmal, ich plane den Abstand zwischen Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 4 und 5 kürzer werden zu lassen als den zwischen Teil 3 und 4. Anders als damals werde ich mich ziemlich direkt an das Schreiben von Teil 5 setzen und euch wie immer rechtzeitig vor Beginn informieren. In der Zwischenzeit müsst ihr Hörspielfans aber auch nicht hungern. Noch Ende November oder Anfang Dezember wird es eine Spezialepisode geben. Im Fokus der wahnsinnige Kriegsherr Darkrai. Auch ein größeres Projekt steht an, welches ich allerdings in wenigen Tagen lieber in einem Extra-Video ankündigen werde. Die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 5 wird übrigens den vollen Titel Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 5 – The Search for Happiness tragen. Die Haupt- und somit auch Erzählerrollen werden sich zwei Pokémon teilen, die beide bisher eher im Hintergrund standen, Latias und Hydropi. Doch auch andere Charaktere werden wieder oder erstmals ins Rampenlicht rücken. Was kann ich nun noch groß sagen? Ich danke euch für den unfassbaren Support. Dieses Projekt war vermutlich insgesamt das erfolgreichste Projekt, das dieser Kanal je erlebt hat. Natürlich wird auch hier wieder ein das komplette Hörspiel kommen. Das wird ein langes Video. Ich danke euch allen dafür, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass ihr vielleicht die Moral der Geschichte auch etwas auf euch selbst anwenden könnt. Gebt niemals auf. Versucht immer das Gute zu sehen. Auch ich werde immer hier sein und versuchen, euch auf meine eigene Weise zu helfen. Die Saga ist noch nicht zu Ende, doch diese Geschichte schon. Und den gefallenen Krieger dieser Reise, also Chillast, werden wir alle nie vergessen. Vielleicht sieht man sich beim Epilog ja noch einmal. Ansonsten entweder bis zu einem anderen Video oder bis zur Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 5 oder dem Übergangsprojekt. Und supportet doch gerne das gesamte Hörspielvideo, damit es den Erfolg seiner drei Vorgänger, die drei beliebtesten Videos meines Kanals, teilen kann. Danke fürs Dabeisein. Euer Günther.